Schönen Dank. Ja, ich hoffe, Sie haben noch genügend Aufmerksamkeit für meinen leider sehr detailreichen Vortrag. Ich werde mich im Schwerpunkt auf zwei Gebiete beschränken. Beschränken ist ein gutes Wort. Nämlich das, was wir an Herbizid-Einsatz haben, vor allem glyphosatbasierte Herbizide, und wie das mit verschiedenen Arten von Erkrankungen, nicht nur neurologischen Erkrankungen, zusammenhängt. Und der zweite Teil ist zu Parkinson-Erkrankung und Einsatz von Pestiziden. Ich bin im Übrigen selber betroffen, weil ich ja ursprünglich Landwirtschaft gelernt und studiert habe. Später habe ich in der Pharmaindustrie gearbeitet, 36 Jahre. Ich habe keine Interessenkonflikte. Ich werde und wurde in den letzten Jahren nicht bezahlt von niemandem, habe freiwillig allerdings für die Europäische Vereinigung der EPBA, Europäische Berufsimker, kostenlos Gutachten erstellt und mache da auch Beratung, soweit als Disclosure. Finanzielle Interessen habe ich, wie gesagt, keine. Ja, wenn man so auf zwei Beinen steht, als Agrarier und Humanbiologe, hat man so beides im Auge natürlich, was ist für die Landwirtschaft wichtig, was ist für die Ernährung der Menschen wichtig, das kann man ja nicht ignorieren, und was ist für die Gesundheitserhaltung wichtig, und manchmal kommt es da ganz offensichtlich zu Konflikten, die meistens im Sinne der Ökonomie gelöst werden. Wir reden über Pestizide und da sprechen wir einmal über Insektizide, nämlich gegen Insekten, über Fungizide gegen Pilze, über Viruzide, das ist keine offizielle Pestizidklasse, aber ist trotzdem wichtig, über Beikräuterbekämpfung, Herbizide, über Bakterien und Protozoen, wo Biozide eingesetzt werden, und über Bekämpfung von Fraßschädlingen, sogenannte Repellenz, also abstoßende Substanzen. Und wir reden über synthetische und über Naturprodukte, aber wir reden nicht nur über Wirkstoffe, wir reden über Präparate. Und so wie Sie, wenn Sie in die Apotheke gehen, sich ein Arzneimittel holen, nicht den reinen Wirkstoff bekommen, so bekommt der Landwirt eben auch nicht den reinen Pestizidwirkstoff, sondern bekommt eine Formulierung. Was das zu bedeuten hat, darauf komme ich später noch. Wie kommt man zu solchen Substanzen? Nun, ich war in einer großen Pharmafirma und da gab es schon zu meinem Eintritt 1973 eine sogenannte chemische Bibliothek, Chemical Library, Wirkstoffsammlung, wo in kleinen Röhrchen die Ursubstanzen oder das, was die Chemiker im Labor synthetisiert haben, aufbewahrt wurde und auch natürlich dokumentiert war. Heute sind diese Chemical Libraries unglaublich gewachsen. Da drin sind Naturextrakte, separierte Stoffe aus diesen Naturextrakten, Abwandlungen dieser Moleküle. Es sind Hunderttausende bis heute mit Sicherheit viele Millionen. Und diese Moleküle werden aufbewahrt und mit Zellkulturen zum Beispiel, aber manchmal eben auch mit heute chemischen steroiden Berechnungen für mögliche Wirkanwendungen untersucht. Auf Arzneimittel, verwertbare Stoffe für Tier und Mensch, auf Pestizide, gegen Insekten gerichtet, Pilze oder gegen Beikräuter und natürlich auch für andere Zwecke, ob Treibstoffe oder Militärkampfstoffe, Sprengmittel, alles Mögliche. Und das wird verwertet. Und wir kommen gleich drauf. Es gibt kaum ein Mittel, das universeller einsetzbar ist, wie glyphosat-basierte Herbizide. Warum lege ich so viel Wert auf diesen gemeinsamen Ausdruck, abgekürzt GBH? Weil die Leute immer nur von Glyphosat reden. Geprüft wird bei der EFSA auch tatsächlich nur das reine Glyphosat.
Aber wir haben Hunderte in der Welt, wenn nicht über 1000, verschiedene Zubereitungen und die können ganz unterschiedlich wirken. Das will ich Ihnen noch zeigen. Und natürlich sagt der Hersteller, ja, Entwarnung, Glyphosat ist völlig harmlos. Warum? Er zeigt einen Teil seiner Studien und seiner Erkenntnisse, aber er zeigt den harmloseren Teil. Und der Bauer, na Gott sei Dank, auch wenn er Ausschlag hat. Es gibt ein Video, das ich hier leider nicht zeigen kann, das ja, einen Lobbyisten einer Firma zeigt, deren Namen ich nicht nennen will. Und der wird befragt zu Glyphosat und dann sagt er völlig harmlos, man kann das sogar trinken. Und der Moderator bietet es ihm an, er lehnt ab und nachdem der insistiert, läuft der Lobbyist davon und sagt, ich bin doch kein Idiot. Ich weiß, es würde mir nicht schaden. Und da gibt es dazu etwas, was mir aufgefallen ist. Ich lese ja immer noch sehr viel wissenschaftliche Literatur. In Urology letztes Jahr veröffentlicht ein Beispielfall aus Frankreich von Blanchet. Und er zeigt einen Selbstmordversuch mit Glyphosat-Herbiziden, nämlich mit einem Roundup-Präparat, 200 Milliliter getrunken. Und das bedeutet ungefähr 72 Gramm reinen Wirkstoff aufgenommen. Folge war schwere Gehirnschäden und natürlich auch sonstige Organstörungen. Insbesondere ist dabei auffällig gewesen, dass das Gesamtgehirnvolumen unverändert war, nach 6 Monaten, gegenüber 2 Wochen nach dem Vergiftungsversuch. Aber das Kleinhirn Hippocampus ist um ein Viertel geschrumpft innerhalb eines halben Jahres. Und die Folge waren Gangstörungen, Sprechstörungen, stark reduzierte Gedächtnisfunktion und de facto würde man sagen fortschreitende Demenz. Also soweit zur absoluten Harmlosigkeit und man könne es trinken. Der Wirkmechanismus, da gehe ich jetzt im Detail nicht drauf ein, das ist ein komplizierter Name, 5-Phenylpyrophenyl, EPSPS, das ist ein Enzym. Wenn das blockiert wird, dann können 3 wichtige Substanzen nicht gebildet werden, nämlich Tyrosin, Phenylalanin und Tryptophan. Und das sind wichtige Stoffe im Stoffwechsel. Wenn die blockiert sind, dann geht nichts mehr. Für die Pflanze geht nichts mehr, sie stirbt ab. Aber der reine Wirkstoff würde niemals in die Pflanze gehen, in ausreichendem Maß. Also was macht man? Man fügt Hilfsstoffe dazu. Die Wirkstoffe selber werden von der EFSA zugelassen in einem genau beschriebenen Verfahren. Die Gesamtpräparate werden aber gar nicht so richtig zugelassen, sondern aufgrund von Literaturstudien und Einreichungsunterlagen des Herstellers werden die national genehmigt. So kann es sein, dass ein Präparat in Deutschland durchfällt, aber durchaus in Polen angenommen wird. Nun ist die Frage, gefährden solche Herbizide unsere Gesundheit? In der öffentlichen Diskussion sehen wir fast nur Thema Krebsgefahr, Stichwort Non-Hodgkin-Lymphom. Weitaus bedeutsamer sind Verbreitung von Antibiotikaresistenzen. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber es ist beteiligt daran. Und ganz wichtig, Mikrobiombeeinflussung. Also das, was wir in unserem Magen-Darm-Trakt haben an Mikroorganismen, Gut-Mikrobiom genannt, das leidet und kann sich verändern. Und was wir auch nicht sehen in diesen Untersuchungen, ist die Untersuchung der Fruchtbarkeit. Inzwischen ist das ja Thema geworden und auf der Titelseite des Spiegels war vor wenigen Wochen zu lesen, Fertilitätsstörung beim Mann, Spermaqualität sinkt, Spermamotilität sinkt, Fortpflanzungsfähigkeit der Bevölkerung ist tatsächlich
zumindest zum Teil in Gefahr, ist nicht wirklich untersucht. Und ähnlich sehen wir es auch bei weiblichen Fruchtbarkeitsstörungen, weil wir wissen, dass die Oozytenreifung durch solche Präparate beeinträchtigt wird. Professor Söltein hat ja auch schon darauf hingewiesen. Und was auch zwar schon erwähnt wurde, aber was ganz wichtig ist, sind Stoffwechselerkrankungen im Bereich Fettstoffwechsel, Diabetes, nicht-alkoholische Fettleber. So hat eine Studie in Norddeutschland vor kurzem ergeben, 2017 veröffentlicht von Kühn, wo er untersucht hat, wie häufig kommt denn solche Fettleber vor. Und es war eine signifikante und relevante Stichprobe aus norddeutscher Bevölkerung, über 2.500 Personen. Und was kam raus? Dass die Prävalenz 42% war. Das heißt, 42% der medizinisch sehr genau untersuchten Personen hatten diese Fettleber. Und zwar war die Fettleber häufiger als Diabetes 2. Und was leider nicht untersucht wurde, war Blutplasma oder Urin. Da hätte man Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Nun, Glyphosat hat vier Patentsäulen, auf denen sozusagen der Erfolg ruht. Das eine war erfunden bei Zilag 1950, ich glaube in Basel, als Ionempfänger. Es wurde dann als Wasserentherter und Chelatbildner eingesetzt. Das heißt, bei Ionenvergiftungen, metallischen Ionen, kann man das Zeug etwas damit aus dem Körper tun. Patentiert wurde das Ganze 1964, aber auch lange nicht angewendet. Erst das Patent von Monsanto auf die Herbizidwirkung 1969 hat das Ganze geändert. Es mussten dann noch Formulierungen entwickelt werden und es wurde nur schleppend eingesetzt. Aber bereits 10 Jahre später haben wir schon eine starke Zunahme und so wurde 2004 auch noch eingereicht die Wirkung als Antibiotikum. Warum? Weil das ein Stoffwechselweg ist, ESPS, der zwar bei Menschen nicht vorkommt, aber er kommt sehr wohl bei Protozoen, bei Bakterien, bei Pilzen vor. Und so ist folgerichtig auch das Ganze noch 2010 dann patentiert worden als Biozid, übrigens auch eingereicht 2004. Und im Patent steht ausdrücklich und ausführlich, warum es wirken soll, unter anderem gegen Plasmodien von Malaria. Interessanterweise wurde das aber nie realisiert. Pestizide, haben wir schon gehört, beeinflussen nun das Nervensystem und den Darm und auch den Rest des Körpers natürlich negativ. Ich gehe da jetzt aus Zeitgründen nicht weiter drauf ein, aber wir haben im Zusammenhang mit Pestiziden Inflammation, also Entzündungsprozesse. Wir haben auch Zytokinhebung. Wir haben nicht direkt Zytokinsturm, aber es ist ähnlich übrigens wie bei Covid-19 auch ein bemerkenswert multimodales Geschehen. Wenn wir schauen, wo kommt das Zeug her? Ich habe jetzt nur eine Studie von Silva aus 2019 hier aufgeführt. Von 376 Bodenproben aus europäischen Ackerböden wurden 76 Pestizide festgestellt und in 83% der Böden wurden mindestens ein Wirkstoff über der Nachweisgrenze gefunden. Und wenn Sie jetzt auf dieser Kurve nach rechts schauen, da finden Sie ganz dicke Zacken. Erstens unten in hellblau, das ist das AMPA und das ist ein Zersetzungsstoff aus dem Glyphosat. Und rechts diese dunkelblauen, das sind Glyphosatmenge, also Konzentrationen, die da festgestellt wurden. Das sieht jetzt sehr hoch aus, das ist Milligramm pro Kilo. Da ist also teilweise schon ordentlich was in den Böden drin. Und wenn man sich die Verteilung anschaut, leider ist hier die Schweiz nicht aufgeführt im Detail, da sehen Sie also einen
blinden Fleck sozusagen, aber Sie sehen, dass in fast allen anderen europäischen Gegenden teilweise bis zu mehreren und manchmal sogar bis zu 10 und mehr Pestiziden gleichzeitig in einer Bodenprobe festgestellt wurden. Und gespiegelt wird das Ganze, die steigende Exposition in der Umwelt und bei den Menschen, durch eine Studie, die einzige, die ich kenne, die periodisch eine Zufallsstichprobe von allerdings nur 100 Personen von über 50 Jahren Alter untersucht hat, von Mills 2017 im Journal of the American Medical Association veröffentlicht. Und da sehen wir, dass 1993 bis 1996 kaum positive Proben von Glyphosat und vom Zersetzungsstoff AMPA, Aminophosphonsäure, da zu sehen waren. Und wir sehen 2014 bis 2016 einen massiven Anstieg nochmal. Und das sind jetzt keine furchterregenden Konzentrationen, aber es zeigt, wie stark und universell die Verseuchung ist. Das dürfte im europäischen Bereich nicht anders sein als in den USA. Wie kommt nun Glyphosat auf unsere Teller? Van Brugen und seine Mitarbeiter haben 2018 in Science of Total Environment mal ein Review gemacht und daraus geht Folgendes hervor. Diese Herbizide werden natürlich aufgebracht aus Pflanzen und damit unabweislich auch auf die Böden. Und aus den Böden können sie in geringem Maß resorbiert werden, kommt aber auf die Hilfsstoffe an. Gewisse Hilfsstoffe mobilisieren den Wirkstoff in einer unglaublichen Weise. Man nennt es im Englischen Boost. Und aus den Böden wird es, weil Glyphosat wenig löslich ist im Wasser, das Glyphosat selber zwar in geringen Mengen ins Wasser eingebracht, allerdings Hilfsstoffe können auch da eine Rolle spielen und die Konzentration deutlich erhöhen. Und nun ist es so, dass natürlich auch Abdrift ist und teilweise die Spritzabstände nicht eingehalten werden von den Landwirten, sodass das Zeug auch direkt im Gewässer landet und da entsprechend toxisch ist für wasserlebende Organismen. Und es driftet ab, wie wir seit einigen Wochen wissen, wo eine Studie von Team in Düsseldorf gemacht worden ist, Umweltinstitut München, die gezeigt haben mit Probensammlern an weit über 100 Orten, dass da eine Abdrift, ein Ferntransport teilweise bis auf einen der höchsten Berge in Norddeutschland auf dem Brocken erfolgt, wo also messbare Mengen von dem Wirkstoff festgestellt wurden und auch natürlich von anderen Pestiziden. Das sind oft Wirkstoffe, die einen hohen Dampfdruck haben, deswegen flüchtig sind, wie zum Beispiel Pendimethalin. Da würde ich das erwarten, aber ich war, muss ehrlich gestehen, ich war selber völlig überrascht, dass man, wo man das überall findet und in messbaren Mengen. Nun kommt es natürlich auch direkt an den Menschen, wenn man einatmet, so ein Abdriftel abkriegt, aber der wichtige Belastungsweg ist eigentlich ein anderer, nämlich über die Tiere. Ein Großteil unserer Fleischerzeugung beruht auf Roundup-Ready-Soja als Kraftfuttermittel. Das wird importiert. Wenn Sie schauen, es gibt auf dem Markt kaum glyphosatfreies Soja als Futter. Und auch die meisten Vegetarier, die Soja kaufen, wissen nicht, was sie da kaufen. Ich würde mich nicht wundern, wenn man da auch in geringen Konzentrationen Glyphosat drin finden würde. Und für USA ist belegt, dass auch einige Lebensmittel teilweise bis grenzwertig belastet sind, also die Acceptable Daily Intake überschreiten würden, wenn man da vernünftige Mengen isst. Und das ist das, die Futtergrundlage für die Tiere. Und natürlich essen wir das Fleisch, damit kommt es auch an Menschen und wir essen natürlich auch die Pflanzen. Was da passiert, ist unter anderem, dass einen horizontalen Gentransfer und Selektion
Antibiotikaresistenzen, die aus der Tierhaltung auch kommen und die dort sehr stark nicht nur mit der Fütterung, sondern eben auch mit der Nutzung von Antibiotika in der Tierhaltung zu tun haben. Massentierhaltung ohne Antibiotika geht einfach nicht. Da sterben die Tiere ab. Und wenn wir schauen in die Literatur, hier ist eine Grafik, Glyphosatverwendung global und in den USA, eine Zusammenfassung von Van Bruggen mit Antibiotika-Resistance, also Antibiotika-Widerstand, Veröffentlichungen, da sehen Sie, dass es also absolut parallel läuft und der Anstieg ist etwa seit Mitte der 90er Jahre. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo wir diese breitere Verwendung von Glyphosat haben, wie Ihnen diese zwei gestrichelten Kurven, Entschuldigung, wie Ihnen die durchgezogene und die kurz gestrichelte Kurve zeigen. Nun, es gibt eine nette Veröffentlichung aus Biologie in unserer Zeit, die ist Anfang des Jahres ausgekommen. Da hatten Studenten zusammen mit ihrem Professor eine nette Idee, wie man Glyphosat nachweisen kann. Und sie haben glyphosatresistente Bakterien mit solchen zusammengebracht, die nicht resistent sind, und Glyphosatmengen gesteigert. Und da sehen Sie, dass die glyphosatresistenten Bakterien, nämlich in Gelb hier, nach einer kurzen Inkubationszeit bereits einen Großteil des Feldes ausmachen. Das heißt, es ist eine sinnfällige Darstellung, wie glyphosatresistente Bakterien um sich greifen können und andere verdrängen, je höher die Glyphosatkonzentrationen werden. Und was gibt es für Evidenz, dass das, was jetzt nun im Laborversuch klappt, dass das auch bei Tier und Mensch klappt? Nun, da gibt es eine Zusammenstellung hier, nicht die einzige, von Rueda Ruzafa in Neurotoxicology veröffentlicht, die also zeigen, was an verschiedenen Modellen, Maus, Ratte, an Honigbiene, Kuh und so weiter, was da gefunden worden ist und Geflügel. Und immer wenn Sie auf der rechten Seite in dieser Spalte Veränderung der Mikrobiota-Zusammensetzung schauen, finden Sie schwarze Teile, das ist neutral, finden Sie grüne, das ist, vermehrt sich dann stärker und oder schwächer, Entschuldigung, schwächer in dem Fall, Pfeil nach unten. Und rot ist gesteigert. Und da sehen Sie zum Beispiel Agrigatibacter. Das ist ein Bakterium, das sehr häufig bei uns in den Mundhöhlen vorkommt und das aggressiv werden kann, das also teilweise auch zusammenhängt mit neurologischen Erkrankungen. Wir haben Agrigatibacter Stämme häufiger gefunden bei Schlaganfallpatienten und das korrelierte auch mit dem Titer. Das heißt, eine Verschiebung im Keimspektrum von gutartigen Lactobacillen und Bifidobakterien hin zu gesundheitsschädlichen, nämlich Salmonellen, Clostridien und dem Agrigatibacter, ist belegt damit. Das ist jetzt noch kein finaler Beweis, selbstverständlich, aber es ist ein Anlass, das genauer zu untersuchen. Nun gibt es die Hypothese, das haben auch die beiden Vorredner angesprochen, dass Diabetes und Fettleber auch durch solche Präparate, SDHI-Inhibitoren zum Beispiel, ausgelöst werden können. Hier eine relativ kleine Studie, die aber das belegt, von Mills, Cossi und die haben gezeigt, dass die nicht-alkoholische Stereohepatitis, Fettleber, dass die einhergeht mit höheren Konzentrationen von Glyphosat und von dem Metaboliten Ampa-Aminophosphonsäure. Wenn man das Ganze rechts sieht, zusammengerechnet, ist da doch ein sehr deutlicher, signifikanter und relevanter Anstieg im Urin von den Personen.
Glyphosat stört den Mitochondrienstoffwechsel, das haben wir eigentlich schon gehört. Das Schadenspotenzial ist schwer abschätzbar im Einzelnen. Es gibt eine Überblicksarbeit von Agostini 2019, der das mal alles zusammengestellt hat. Das sind alles wirklich publizierte und peer-reviewte Studien. Das ist also nicht irgendwo Schrott, aber es sind meistens Studien, die nicht mit Modellen gemacht worden sind, die im OECD-Handbuch stehen. Und da gibt es teilweise auch gar keine. So, und was sehen wir da drin? Wir sehen 55 Zellkulturstudien, die überwiegend klare Belege für genetische, genotoxische Effekte liefern, für Embryonenschädigung, Nierentoxizität, Neurotoxizität, und die zeigen, dass diese Stoffe hormonähnliche Wirkungen zeigen, also endogene Disruption. Nun ist immer Verwirrung auch über das, was da Wirksamkeit oder nicht ist. Und wir haben ja schon gesehen, die mitochondriale Zellatmung ist ein wichtiger Indikator. Das ist hier untersucht worden von Mesnage und Mitarbeitern, 2013 schon veröffentlicht. Wir sehen hier drei verschiedene Zelllinien und die Dosiswirkungskurven, die in Zusammenhang stehen mit den verschiedenen GBH-Präparaten. Und Sie sehen, wie extrem unterschiedlich das ist. Mittleren Hemmkonzentrationen gehen hier in der Spanne von 1 zu 10.000 auseinander. Das heißt, die Produkte sind sehr unterschiedlich toxisch, sind aber im Einzelnen gar nicht so untersucht worden von den Zulassungsbehörden. Und was besonders auffällt, ist, die Hilfsstoffe POE-15 und Genamin sind toxischer als die glyphosatbasierten Herbizide selber. Also das sind auf gut Deutsch gesagt Hilfsstoffe, die in Wirklichkeit Wirkstoffe sind. Und diese Pflanzenschutzprodukte sind ungetestet zugelassen worden. Ungetestet heißt, der Hersteller liefert da eine Dokumentation, und die Ämter, BfR zum Beispiel und BVL, schauen das an und sagen, ja, ist okay, ist in Ordnung. Also das ist schon sehr fraglich. Meistens sind das eben keine wirklich verlässlichen Evidenzen. Und es müsste offen liegen und unabhängig prüfbar sein. Das ist es aber nicht. Diese Daten bleiben hinter dem Vorhang der Geheimhaltung, werden gelegentlich von Aktivisten freigekämpft. Nun ist behauptet worden, Glyphosatpräparate seien nicht allergen. Und das ist offensichtlich falsch. Hier ist ein Ansatz von Lindberg, auch dieses Jahr erst veröffentlicht, der mit transkriptomischen und proteomischen Methoden, mit modernster genetischer Untersuchung mal nachgeschaut hat, was passiert denn da, und hat untersucht einen Vergleich von reinem Lösungsmittel, das ist links dieses DMSO, dann die vierte Säule ist Glyphosat rein, daneben sind zwei Hilfsstoffe, die das Eindringen von dem Wirkstoff in eine Pflanze oder auch in die Haut ermöglichen, und dann als fünfte Säule, und diese zwei Säulen sind rot, also die Hilfsstoffe sind tendenzallergen. Die nächste Säule ist, wenn man Glyphosat und POEA kombiniert im Glas, dann sieht man auch deutlich allergen. Und zwei Säulen auf der rechten Seite sind Marktpräparate, also GBHs, und da sieht man allergen. Das Wirkspektrum der GBHs über den gesamten Dosisbereich muss man genauer anschauen. Das findet man bei Mesnage 2015. Der hat mal zusammengestellt, was für Versuche sind denn in der Literatur dokumentiert, und hat nachgeschaut, was ist denn zur Zulassung angemeldet worden oder was hat da interessiert. Und da sehen Sie eine rote senkrechte Linie.
Die horizontale Linie, die Sie sehen, gibt an, in welcher Konzentration mittlere Wirkung für einen bestimmten Effekt festgestellt wurde. Das ganz links ist endokrine Disruption, wo Sie sehen, 0,37 Parts per Trillion, also per Billiarde, sind da als mittlere Wirkung. Und wir sehen auf dieser linken Seite von der roten Linie alles Untersuchungen, die sind als sicher erklärt worden. Ein Dosisbereich, der aber für diese Wirkungen gar nicht untersucht wurde, nämlich für die Zulassung wurde nur dieser rechte Bereich untersucht. Auf den basieren alle Wirkannahmen und Nebenwirkungsannahmen. Und da basiert natürlich die No Adverse Effect Level und ähnliche Aussagen und basiert auch die ADI, der Acceptable Daily Intake. Das heißt, das Ganze ist eine Augenwischerei gewesen in der Zulassung. Und das muss man nicht einmal den Firmen anlasten, sondern es sind die Behörden, die diese Regeln machen. Und ich glaube, da ist Verbesserung angesagt. Nun ein Thema, das viel in der Presse ist, Autismus und Darmmikrobiom. Das betrifft die Autismus, ja, Erkrankung ist schwierig zu sagen. Das Syndrom ist schwer feststellbar, existiert tatsächlich, aber ist oft schlecht beschrieben und diagnostiziert. Und deswegen sind auch die epidemiologischen Studien dazu etwas schwankend und schwierig nachzuvollziehen. Aber Nature Outlook hat zum Beispiel diesen Artikel Autismus an der GATT im Januar dieses Jahres veröffentlicht. Das Schadenspotenzial von Glyphosat kann man immer noch nicht ganz feststellen. Trotz 10.000er Studien, muss man sagen, aber die meisten sind keine epidemiologischen Studien. Und wenn, dann sind es häufig keine unabhängigen Studien. Also da spielen Interessen eine Rolle. Monsanto hat nachweislich viele Studien auch manipuliert und Verbraucher getäuscht. Sehr schön beschreibt das hier die Carrie Gillam, eine US-amerikanische Journalistin, im Buch Whitewash. The Story of a Wheat Killer, Cancer and the Corruption of Science. Ich glaube, das Buch lohnt zu lesen. Ich bin gerade mitten dabei. Tierstudien, teilweise auch epidemiologische Studien, lassen auf teratogene, epigenetische und hormonähnliche Wirkungen sowie massive Störung des Mikrobioms schließen. Dies bei Konzentrationen, die nie mit regulatorischen Versuchen getestet wurden. Und ich weise nochmal auf die Gefahr Antibiotikaresistenzverbreitung vom Tier auf Mensch hin. Angesichts des massiven Einsatzes dieser Mittel ist die Sabotage der Aufklärung von Risiken unverantwortlich. Ich habe letztes Jahr an einer Diskussion mit einem Repräsentanten des Bundesamts für Risikobewertung an der Universität Kassel teilgenommen, wo er sich geweigert hat, diese Untersuchungen durchzuführen. Sie hätten keinen Auftrag nach Gesetz. Sie untersuchen nur den reinen Wirkstoff. Nun, zweiter Teil. Habe ich noch Zeit? Das können Sie für maximal 5 Minuten. Gut. Zweiter Teil, Pestizide und Parkinson-Erkrankung. Wir stellen fest, dass es vor allem bei Männern über 70 Jahre immer häufiger Parkinson-Erkrankung gibt. Die Diskussion läuft im Moment in Deutschland, in Europa, auch in den USA, ob Parkinson als Berufskrankheit bei Landwirten anzuerkennen ist. Berichte über Einzelfälle gibt es zuhauf und manchmal eben auch eine Anerkennung als Berufskrankheit. Was ist Parkinson? Parkinson ist eine schwere Nervenerkrankung in der Substantia nigra des Mittelhirns und da haben wir einen Verlust von dopaminergen Neuronen, also Überträgerzellen.
Das Ganze verbindet sich mit Zelleinschlüssen, mit unlöslichen Ansammlungen von einem Protein, Alpha-Synuclein, und es können auch andere Gehirnregionen betroffen sein. 2% der Bevölkerung über 60 leiden unter Parkinson. Die klinischen Anzeichen ist als erstes Verlust des Geruchssinns, Beeinträchtigung der Bewegungen, vor allem Hände zittern, stark Verlangsamung der Bewegungen, Steifheit der Muskeln, Gangunsicherheit, was im Alter besonders eine Rolle spielt, ist Stürze. Dann treten Darmstörungen, vor allem Verstopfungen auf. Die Leute entwickeln Depressionen und Schlafstörungen. Und in der Spätphase ist Dauerschmerz. Ursachen sind genetische Polymorphismen, das heißt das, was wir also von unseren Vorfahren übernommen haben. Vererbung, hauptsächlich des Aldehyd-Dehydrogenase-2-Gens. Ich gehe da nicht auf Details ein. Es ist so, dass Umweltfaktoren das Risiko der Erkrankung beeinflussen, aber eben auch Pestizide, wie Sie hier sehen. Und Pestizide führen zur Aldehyd-Dysfunktion. Und wenn wir schauen, was sind das für Faktoren, die da eine Rolle spielen, ist Parkinson in der Familie, nicht verwunderlich, schwere Kopfverletzung, Depression, Pestizidexposition, vor allem zu Organophosphaten, aber auch zu Glyphosat, beruflich Umgang mit Pestiziden, auf dem Land lebend und wer Brunnenwasser trinkt und noch wer in der Nähe von intensiv bewirtschafteten Feldern lebt. Dieses Slide übergehe ich. Welche Pestizide begünstigen Parkinson-Erkrankung besonders? Da komme ich nochmal auf die bereits erwähnte Aggregatstudie zurück mit rund 150.000 Teilnehmern. Parkinson wurde bei etwa 1,2% der Personen in der Aufnahme in die Kohorte festgestellt. Und der lebenslange Pestizideinsatz war bei allen Arten von Aktivitäten mit einem erhöhten Parkinson-Erkrankungsrisiko verbunden. Besonders gefährlich sind in diesem Fall Rotenon, Diquat, Paraquat und mehrere Dithiocarbamate. Und signifikant erhöht ist das Risiko bei Personen, die jemals in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Frankreich erkennt mittlerweile das Ganze als Berufskrankheit an, verursacht durch Pestizide, wenn mindestens 10 Jahre Expositionsdauer waren, wenn der Umgang und Kontakt mit Pestiziden oder das Einatmen der Dämpfe vorlag und wenn Kontakt mit behandelten Produkten, Tieren oder benutzten Geräten bestand. Thailand hat mittlerweile ein Glyphosatverbot erlassen und Kanada eine Einschränkung. Ich denke, was Thailand kann, das schafft auch die Schweiz, das schafft Deutschland und Österreich auch. Unterstützen Sie deswegen das Pestizidverbot und lesen Sie mal, was Science am 24. Januar dieses Jahres dazu geschrieben hat, nämlich zu diesen ganzen Vorgängen. Und die Aussage ist, wir brauchen eine integrierte Sichtweise auf die Umweltwirkung und natürlich auch auf die Gesundheit. Dankeschön.